Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Ja, endlich wieder Freitag, mit dabei der Yuka. Hallo! Unser Rahman. Moinsen. Unser Gleitson. Moin. Und unsere Nikola. Hallo. Ja, ich glaube, da wollten sich heute noch zwei ein bisschen was ins Gesicht schießen, ne? Ja, aber ich hatte jetzt keine große Zeit vor zur Vorbereitung. Also, macht ja nichts. Bolzen und eine Armbrust hat man doch sowieso immer in der Tasche. Nee, am letzteren hapert es inzwischen ein bisschen. Du hast am Bolzen? Ja. Das war traurig. Ich glaube, selbst Nikola hat Bolzen und eine Armbrust dabei. Also ich besitze zumindest eine. Ist euch eigentlich schon bewusst, dass wir heute die 320. Folge der zweiten Staffel haben? Tja, wird Zeit für eine dritte Staffel wieder von vorne, ne? Das ist nicht lustig. Ich bin gerade mal am gucken. Wir haben es in der ersten Staffel laut meiner Liste bzw. meiner externen Festplatte bis Folge 225 geschafft. Und die war gekennzeichnet mit dem Titel Neuer Baugrund, großer Stall. Und inzwischen sind wir schon über das Doppelte der Folgen drüber hinaus. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, irgendwie sind wir in die zweite Staffel auf jeden Fall mit bei weitem mehr Plan gegangen. Unsere Gebäude standen schneller. Wir hatten einen besseren Bauplatz. Ich finde, da hat sich so ein bisschen... Ob der Bauplatz wirklich besser war, würde ich so nicht sagen. Aber wir hatten einfach mehr Spielerfahrung. Mhm. Also ich würde mal so behaupten, für den Bergfried unten hinzusetzen, wäre einfacher gewesen. Weil da war ja noch so eine riesengroße Fläche, die kaum zu bearbeiten gewesen wäre. Ja und? Aber so sieht's cooler aus. Das ist doch viel wichtiger. Wenn es nach dir gegangen wäre, hättest du deine Bergfriede am liebsten auf einen großen Berg gehabt. Ja, der heißt ja auch Bergfried, oder? Weil er auf einem... Jetzt, weil du von da oben eine Aussicht hast. Nee, aber jetzt mal so ganz im Ernst. Wollen wir irgendwann so zu Folge 350 vielleicht wirklich mal eine Begehung machen? Wieder geschlossen und zusammen? Die erste in der zweiten Staffel? Können wir ja mal machen. So starten oben bei deinem Bergfried auf dem höchsten Turm hoch zum Steinmine und dann runter zum Bauernhof und zum als letztes zum Turnierplatz. Das wäre doch mal ja, was. Können wir ja machen. Schreibt das uns doch mal in die Kommentare, ob ihr mal so eine komplette Stadtbegehung mit uns machen wollt. Weil ihr seid immer die Community, ihr entscheidet. Ich kann euch gar nicht sagen, wie spannend das ist, Hartholzscheite zu sägen, beziehungsweise Hartholzbretter. Das ist so entspannt, das glaubt ihr gar nicht. Kannst ja mal ein bisschen buddeln, das entspannt auch. Ich bin froh, dass ich mein Hügelchen weg habe. Das Hügelchen meinst du? Ich würde es sogar noch anders formulieren. Die Abbruchkante. Oh, es wird duster, endlich.
Naja, so begeistert darüber bin ich ehrlich gesagt nicht. Ja, Armbrustschießen im Dunkeln ist auch mal was Neues. Wohlgemerkt mit Fackel auf dem Rücken, sonst sieht man den Gegner nicht. Langweilig. Du kriegst eine Fackel, ich nicht. Du meinst Chancengleichheit? Nenn es, wie du willst. Na, aber Rock macht das ja ehrlich gesagt eher ganz anders. Er stellt sich auf einen anderen Turm, rennt den Turm dann runter, rennt über den Kampfplatz, rennt meinen Turm hoch und schaut mich mit einem Zweihandschwert. Ja. Kann man machen, ne? Wobei ich ja eher der Typ für Streitkolben bin. Warum streitest du denn noch immer so gerne? Ich weiß auch nicht, der ist so schön brachial, primitiv. Das ist so simple Technik, die versagt nicht so schnell. Außerdem ist er erstmal nur bewusstlos, der Gegner. Da kommt drauf an, ne? Der Morgenstern, der kann auch killen, also. Der ja. Also jetzt so im Nachhinein, so viel Holz habe ich jetzt für die Palisaden gar nicht verballert. Ich hatte irgendwie 10 oder 15 Stämme. Damit habe ich jetzt beide Ställe fertig gemacht und einen Großteil der Palisade. Okay, eine Säge kaputt. Das ist aber ein schöner Vollmond hier. Ne? Ja, der erleuchtet uns hell. Aufgeht. Aber ist euch aufgefallen, dass das Datum nicht weiterspringt? Ja. Wir haben die ganze Zeit den 15. Dezember. Nee. Mittwoch war der 14. Jetzt ist er nicht weitergesprungen. Weil wir direkt quasi eine Anschlussaufnahme haben, der müsste noch weiterspringen. Sobald Mitternacht durch ist.
Ach, jetzt sind wir wieder alle so schweigsam. In der letzten Folge haben wir uns den Bart fusselig geredet und jetzt schweigen wir uns wieder an. Ja, der Hals tut weh vom ganzen Reden. Ich muss mich konzentrieren. Ich baue gerade eine Abwehr, dass keiner mehr meine 100er Steine klaut. Ich glaube, das wird jemandem ewig nachhängen. Glaubst du das? Ja. Ich glaube es nicht. Verdient. Ich habe keinen 100er Stein rausgenommen. Ja, der hat sich von alleine weggezaubert. Ich bin sämtlichen Stein durchgegangen, den ich hier hatte. Ich habe alles nochmal hochgenommen. Da war kein 100er Stein bei. Ja, weil du selbst gesagt hast, du hast sie zusammengeschoben. Ich habe die zusammengeschoben, die in den größeren Stacks waren. Da waren 320er Stacks drin. Ich habe die Stacks zusammengeschoben. Ja. Man kann ja mal gucken, vielleicht hast du es ja sogar auf Aufnahme. Ich bin die Aufnahme inzwischen auch schon durchgegangen. Also, ich kann dir nur sagen, es fehlen die ganzen, also quasi alle 100er Steine. Die hohen und die Hälfte der 10er Steine. Hä? 10er Steine? Ja, es gab in dem Lagerhaus waren 100er Qualität und 10er Qualität. Die Hälfte der 10er fehlen und wie gesagt, von den 100ern jede Menge. Also, ich weiß ebenfalls, dass da welche drin waren, weil ich kurz vorher halt auch drin war. Oh, Nikola hier schon richtig was geschafft. Ja, jo, ein bisschen. Ja, du bist ja mit dabei unterwegs. Ach, dafür brauchst du deine Erde jetzt. Ich sehe schon. Bald wird der Weg zum Lehm holen sehr, sehr unbeschwert sein. Das Problem ist, ich habe da auch von der Grube mein Lehm geholt für die beiden Bauern, für die beiden Ställe. Da war so gut wie kein Lehm mehr. Da ist nur von den Seiten der Sand drüber gerutscht. Wenn du den weggräbst, ist da wieder Lehm ohne Ende. Abgesehen davon ist ein Stück weiter eine zweite Lehmgrube. Okay. Da ist nämlich immer Lehm aus der Mitte gegraben worden und irgendwann rutschen die Seiten halt nach und das war halt Erde und ja. Die muss man dann erstmal weggraben, damit man wieder an den Lehm kommt. Das sehe ich sogar ein. So, aber bevor meine Leute heute nur sehen, wie ich Holz säge, fange ich jetzt erstmal an, die ganzen riesigen Baldachine zusammen zu zimmern. Da ich den... Wollte die nicht schießen? Ich mache heute meinen Bau erstmal fertig. Also nicht schießen? Nicht schießen. Für mich ist Priorität, dass die Baldachine stehen, weil da kommen nämlich deine ganzen Gerbewannen drunter. Ah, das hätten sie besser programmieren können. Hätte Fahrradkette, ne? Ja, es regnet jetzt durch. Toll. Nein, es regnet nicht durch. Ich habe das Gebäude einen Millimeter schief gesetzt. Aber deswegen werde ich das Gebäude nicht abreißen. So, jetzt hast du hier drei riesige Garagen stehen und da zimmern wir jetzt erstmal die ganzen Gerbewannen rein. Oh, mein Tischler ist inzwischen so hoch, dass ich die Gerbewanne mit einmal Tischlern fertig kriege. Ist das nicht Schreiner? Zimmern ist das. Zimmern, okay.
Und die Option ist Möbelschreinern. Also dafür, dass ich heute so viel gegraben habe, bin ich erst einmal von der Schlange gebissen worden. Kannst den Teufel hier noch an die Wand malen. Sollen sie mich ruhig beißen? Ich habe Gegengifte dabei. Du Glücklicher, ich nicht. Tja, selber schuld. Ich habe auch keine dabei. Ah doch, eine Flasche habe ich. Ein Gegengift-Cocktail. Jetzt kommt das, was ich gerade befürchte. Was? Es wird nebelig und gleich wird es stockdunkel. Wird Zeit, dass ich die Fackel auf den Rücken setze. Hast du nicht? Nee. Das ist ja jetzt nervig. Aus irgendeinem Grund kann ich die Wanne hier nicht stellen. Musste mal ein Stück höher machen. Na, jetzt hat's geklappt. Aber ich glaube, wenn ich hier wirklich unter die drei riesigen Baldachine dir die ganzen Wannen vollstelle, ich glaube, das sind auch schon locker um die 20, 30 Stück. Weil es ist nicht wenig. Unter einem Baldachin krieg ich, wenn alles gut geht, normal nebeneinander 2, 4, wahrscheinlich 6 Stück. Und du hast wie viele Baldachine? 3 große. Dann sind das aber nicht über 20. Das wären 18. Ja, aber so wie ich euch kenne, werdet ihr wahrscheinlich über die unteren Wannen wahrscheinlich noch die oberen Wannen stellen. So wie es beim alten Gerberplatz der Fall ist. Es ist der 16. Way. Ah ja. Dann habe ich nichts gesagt. Ein bisschen beten. Alignment 220. Juhu. Ich würde ja sagen Cheater, aber ich weiß, dass du das dir ja gespielt hast. Tja. Frömmigkeit oder was wolltest du? Ja, nee, nicht Frömmigkeit, sondern hier die Gesinnung. Okay. Ich glaube, ab 200 kriegst du keine Abzüge mehr, wenn du gestorben bist. Oh, okay, oha. Frömmigkeit ist auf 72,06. Ja, da bin ich irgendwo bei 90 oder sowas. Ah, sieht das nach Serverwerbung aus?
93,63. Also bei mir steht gerade alles. Fackel brennt nicht weiter. Weiß nicht, das Gras wackelt doch noch so schön. Kann ich... Also bei mir hat er gerade ein Brennfeld fertig gesehen. Wobei, wir sind ja mehr oder weniger alle die ganze Woche über noch nicht rausgeflogen. Doch, gleich am ersten Tag. Ja, das kannst du ja nicht zählen, hat mir ja noch nicht die Aufnahme. Das war schon. Leck bei dir vorbei? Ja, ich arbeite hier ganz normal weiter. Gut, dann bin ich in der Bewegung eingefroren. Das ist aber unschön. Serverwerbung? Nee, ich kann ja nichts machen. Diese Aktion wird derzeit nicht verfügbar. Diese Aktion ist derzeit nicht verfügbar. Ich bewege mich auch nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich ausloggen. Dann mache ich mal Serverwerbung freiwillig. Ist ja nervig. Tschö. Sure. So, bitte warten. Betreten einer Welt. Verlauf. Planlos. Server-IP findet ihr, wie gesagt, bei uns in den Videobeschreibungen. So heißt unser Server. Und bei uns ist natürlich der Name auch Programm. Dementsprechend ist unser Server-Passwort dementsprechend auch unser Name des Servers. Ganz wichtig mit großem P. Ah, diese Ladezeiten sind immer so ganz passend. Und überhaupt nicht lang. Geht eigentlich. Ich finde die gar nicht so lang. Ah, es wird wieder hell. Es ist schon hell. Wie gesagt, bei mir wird's jetzt erst hell. Wie ist das eigentlich? Sinken die Gerbewannen automatisch wieder ab, wenn die zu hoch hingestellt werden? Nein. Also sie machen... Die fliegen dann quasi. Das ist scheiße. Also ich sag's auf jeden Fall schon mal so, deine ersten Wannen hier zur Verarbeitung hast du stehen.
Ich bin jetzt gerade dabei, die achte hinzustellen. Oder etwas blockiert. Okay, ich muss den Pferdewagen einmal umstellen. So, und der Rest, den ihr hier seht, das sind leider alles irgendwie Rahmen, die ich noch zusammenzimmern muss. Als nächstes kümmere ich mich erstmal um den Stall oder um die Ställe. Schön wäre das ja, wenn das Sitzen auf der Kutsche als Regeneration wie Sitzen auf der Bank gewertet werden würde, ne? Das wäre nicht schlecht. Na super, jetzt hätte ich fast das Gebäude eingerissen. Das wäre aber ungünstig. Richtig, vor allem weil die schon komplett mit Material beladen sind. Auf jeden Fall können wir jetzt die Tierchen hier auch trennen. Mit den zwei neuen Scheunen. Das heißt, die einen können ganz gemütlich Milch produzieren und die anderen ganz gemütlich Wolle. Aber die Milch produzieren, dann sitzen doch im großen Stall. Okay, dann können wir... Na, das sieht ja scheiße aus. Dann können wir aber trotzdem die Tierchen hier trennen. Ich glaube, wir haben einmal Ziegen und einmal... Was ist denn in dem anderen Stall drin? Ich gucke da jetzt erstmal kurz rein. Fütterst du die nicht? Doch. Montags, Mittwochs und Freitags. Ja. Schon gut. Ich fütter die Tiere, ja, aber ich weiß trotzdem nicht, welche Tiere da drin sitzen. Wir haben Schafböcke und Schweine. Das heißt, wir können Schafe und Schweine voneinander trennen. Und wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann auch nochmal einen Stall, wo wir Pferde drin züchten können. Haben wir eigentlich noch Pferde, die nicht trainiert sind? Oder sind inzwischen wirklich alle Pferde trainiert? Weiß ich nicht. Das müsstest du eigentlich wissen, weil das eigentlich dein Aufgabenbereich war. Ich weiß ja nicht, ob jemand noch ein Pferd versteckt hat. Also möchtest du mir damit sagen, dass in der Regel alle regulären Pferde durchtrainiert sind? Also ich müsste noch eins besitzen, weil ich habe die ganze Zeit im Kacheln eins.
Siehst du? Versteckt. Ist nicht versteckt, aber... Wenn ich das erwische, wird's ausgebildet. Dann so würde ich einfach mal vorschlagen, dass jetzt erstmal keine Pferde ausgebildet werden, bis wir eine ordentliche Pferdezucht haben. Ich guck gleich auch nochmal hier durch. Weil ich hatte ja vorher auch ein reguläres Pferd und das ist, glaube ich, auch nur mal irgendwo geworden. Richtig, ich habe hier einen regulären Hengst, auf den ich die ganze Zeit geritten bin. Und ich glaube, mein Pferd an der Karren ist auch ist noch ein reguläres Pferd. Wenn wir Glück haben, sogar eine Stute. Aber wenn du da einen Schlachtrost vormachst vor deinen Karren, das kann viel besser ziehen. Ich weiß, aber ich konnte es bis jetzt noch nicht vorsetzen, weil beim letzten Mal, als ich das versucht habe, ist der Karren gebackt. Ach so. Das ist mein Problem, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Das werde ich gleich nach der Aufnahmepause mal kontrollieren und dann werde ich die beiden Tierchen schon mal zur Zucht in einen der Ställe reintun. Ich habe jetzt die Ställe neu mit Nahrung befüllt. Und dann werde ich unten mal die Schweine aussortieren, dass wir unten nur die Schafe haben, weil die Schweine produzieren ja eigentlich nur Mist. Ja, und Leder, ne? Ja, aber prinzipiell geht es uns ja eigentlich mehr um den Mist. Gucke ich jetzt mal eben. Wer sind denn die Viechers? Ui. So, aber ich sehe auch gerade schon wieder. 30 Minuten wieder voll. Wupp. Da habe ich jetzt fast Mist gebaut. So, also wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Wenn ihr mitspielen wollt, jeden Sonntag 18 bis 22 Uhr sind wir hier offiziell online, haben wir einen festen Spieletermin. Also wenn ihr mal Bock habt, regelmäßig zu spielen, ne, einmal die Woche, dann könnt ihr gerne dazukommen. Wenn ihr in einer größeren Gruppe dazukommen wollt, dann lasst doch eben einen Kommentar da, damit ich die Server-Slot-Zahl erweitern kann, damit wir hier keine Platzprobleme kriegen. Und wenn ihr als Einzelperson kommt, ist das natürlich überhaupt gar kein Problem, könnt ihr jederzeit dazu joinen. Ja, ihr könnt wie gesagt euer eigenes Ding hier aufziehen, Gilde gründen, was auch immer. Ihr könnt mit uns zusammenspielen, wir sind da ganz offen. Passwort-IP stehen natürlich in unseren Videobeschreibungen und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.